Hallo und willkommen, liebe Wissenssuchende. In der heutigen Folge sprechen wir über den neuesten Free-DLC zu Total War Warhammer 3, Herald Hammerstorm. Hammerstorm ist einer der ältesten und geschichtsträchtigsten Charaktere in ganz Warhammer Fantasy. Leider spiegelt sich diese Bedeutung nicht in der Menge seiner Backstory wider. Darum möchte ich in dieser Folge eine etwas andere Herangehensweise versuchen als üblich. Wir beginnen mit einer typischen Raikir-Lore-Vorlesung zu dem bisschen, was wir über Harry Hammer wissen. Und danach gebe ich euch einen Einblick in die Bedeutung des Charakters für das Spielsystem und warum er so viel prominenter sein sollte, als er es ist. Und bevor ihr fragt, den Spitznamen gerade habe ich mir nicht ausgedacht, der ist sogar im Universum selbst Kanon. Harald Hammerstorm ist ein Champion des Chaos, dessen gewaltiger Ruf Seite an Seite mit Norskars Größten stehen kann. Wenn die Skalden von Wulfric dem Wanderer, Valkyr der Blutigen oder dem Schwarzeisenplünderer singen, ist Haralds Name nicht weit. Hammerstorm ist ein Champion des ungeteilten Chaos, ein Kriegsherr Norskars und unermüdlicher Kämpfer. In seiner ersten Erwähnung der Schlacht von Korsvold duelliert er sich bereits mit einem Dämonenprinzen und trennt dessen Kopf von seinem Körper mit einem einzigen Schlag seines berüchtigten Kriegshammers. Seine Kriegsbande, die ihrem Anführer den Spitznamen Harry Hammer gaben und dafür seltsamerweise nicht zerstückelt wurden, ist eine der elitärsten in der Chaoswüste. Hammerstorm führt sie Tag ein, Tag aus durch den verschneiten Norden auf der Suche nach einem würdigen Kampf. Und bedenkt man, wie Harald mit Dämonenprinzen umgeht, ist ein würdiger Gegner wahrscheinlich wahrlich schwer zu finden. Eines schicksalhaften Tages jedoch stolperte die Chaoskriegertruppe über eine eingeschneite Ruine inmitten der Chaoswüste. Mit der Nähe zum Immaterium sind Zeit und Raum unzuverlässige Konzepte in der Wüste. Die Ruine könnte dort seit einigen Jahren stehen oder niemals vorher an eben jenem Ort existiert haben. Es könnte eine Ruine aus längst vergangener Zeit und einem Ort tief in Lustrias Dschungeln sein. Man weiß es nie. Doch archäologische oder historische Fragen sind von sehr geringer Bedeutung für einen schwergerüsteten Mann mit dem passenden Beinamen Hammerstorm. Er betrat diesen Ort mit einem singulären Ziel, alles, was sich dort bewegt, zu zerstören und etwaige Artefakte für sich und seine Götter zu beanspruchen. Simpel und geradlinig, wie man es von Norskanern erwartet. Unter dem ewigen Eis erstreckte sich die Ruine für Kilometer. Eine dunkle Gruftstadt, seit Äonen vergessen, jedoch nicht vollends verlassen. Mit dem Eindringen der Chaoskrieger regte sich etwas im Inneren der uralten Steinmauern. Antike Wächter, Skelettkrieger mit brennenden Augen aus Hexenfeuer, erhoben sich aus ihrem ewigen Schlummer, um den Norskanern entgegenzutreten. Eine ganze Stadt des Schreckens war erwacht, doch Harald dachte nicht einmal daran, sich zurückzuziehen. Er war gekommen, um zu schlachten, und nur weil sein Feind nicht blutete, hieß das nicht, er müsse nicht sterben. Beziehungsweise erneut sterben. Die Feinheiten des Untods waren Harald egal. Es gab einen Feind, und Feinde würden vernichtet werden. Abstieg um Abstieg kämpften sich die Krieger durch Horden von untoten Kriegern. Haralds Kriegshammer war perfekt, um die knöchernden Feinde krachend zurück in ihr Grab zu befördern. Er bildete eine unermüdliche Speerspitze mit seinen loyalen Kämpfern dicht hinten an. In Keilformation stießen sie immer tiefer in die Siedlung herab, die sich ihnen schon bald als Vorska offenbarte. Eine antike Stadt aus Zeitaltern, an die sich nicht einmal die nehekaranischen Gruftkönige erinnern könnten. Sie kämpften sich bis zu einem zentralen Platz am Boden der alten Metropole durch und bezogen dort Stellung. Von Untoten umringt, brüllte Harald ein letztes wütendes Schlachtengebet an seine Götter und begann das Massaker. Einen Tag und eine Nacht kämpften die Chaoskrieger inmitten der untoten Horden. Unermüdlich und nie endend strömten die Skelette die langen Treppen herab und brandeten wie Wellen gegen die Felsen der norskanischen Schilde. Viele von Haralds Kriegern fanden den Tod, doch jene, die standhaft blieben, wurden von den Chaosgöttern gesegnet. Sie ermüdeten nicht mehr, spürten keine Schmerzen und wurden mit jedem zerstörten Feind mächtiger. Harald hatte einen Feind gefunden, der ihm und seinen Kriegern ebenbürtig war. Die unendlichen Horden des Grabes.
Am Ende des Kampfes stand die Kriegsbande auf meterhohen Knochenhaufen. Hammerstorm führte sie zurück an die Oberfläche und begann die Jagd auf seine neue Lieblingsbeute. Von diesem Tag an ist keine Gruft, kein Geist und kein Vampir mehr sicher vor der Wut des Harold Hammerstorm. Selbst die kalten Schemen der Unterwelt fliehen in Furcht vor seinem Schlachtruf. Dies war die Geschichte von Harold Hammerstorm, Harry Hammer, dem Nemesis des Untods. Es gibt zwar noch eine Prophezeiung, eine Kunde von kommenden Tagen des Untergangs, vom Ende der Welt. In dieser Prophezeiung steht Harold einem neu auferstandenen Vlad von Karstein gegenüber und wird schlussendlich in einem titanischen Duell zu Fall gebracht. Doch seien wir ehrlich, solch hanebüchende Halblingsgroschenromane sollte man nicht ernst nehmen. Doch warum ist dieser scheinbare Chaos-Nebencharakter so wichtig, dass er einen Free-DLC von CA und ein Video von mir bekommt? Nun, weil er kein Nebencharakter sein sollte. Hammerstorm ist der Krieger auf dem Cover des allerersten Warhammer Fantasy Tabletop-Regelwerks. Einer der ersten Charaktere, die für dieses langjährige und großartige Universum jemals geschrieben wurden. Er ist älter als Sigmar Heldenhammer und wahrscheinlich sogar der Charakter, auf den der Titel Warhammer ursprünglich anspielte. Galmaras gab es damals noch nicht und Harold steht stolz auf dem Warhammer-Cover und schwingt seinen Warhammer. Harry ist ein Gründungscharakter unseres Hobbys, eine der wichtigsten Figuren, die jemals existierte. Trotzdem würde ich wetten, dass die meisten bis zum Total War Trailer nicht einmal wussten, wer er ist. Und ganz ehrlich, das finde ich eine Schande. Harold Hammerstorm sollte ein mystischer Held des Chaos sein. Er hätte der erste ewig Auserwählte sein sollen. Man hätte den Übergang von Harold Hammerstorm als Avatar des Warhammer-Namens zu Sigmar und Galmaras in der Story festhalten können. Mit einem titanischen Kampf zwischen Harold, dem ewig Auserwählten, und Sigmar, dem neuen Gesicht von Warhammer. Mit seinem Tod hätte er ein schemenhafter Duellant werden können, ein Wesen halb im Realraum, halb im Hier und Jetzt, eine Art grüner Ritter des Chaos. Ich finde, das hätte der Charakter verdient. Er ist der Urvater des Chaoskriegers. Arkon, Mordkin, Azawakul, sie alle verdanken große Teile ihres Designs und ihres Erfolges diesem ersten Versuch eines noskanischen Kriegers. Ich finde es wirklich super, dass Creative Assembly die Gelegenheit nutzt, die sie mit Total War bekommen haben, um Harold Hammerstorm einem breiteren Publikum zu präsentieren. Er ist ein bedeutendes Stück Warhammer-Geschichte und mit seinem dämlichen Spitznamen erinnert er uns an eine Zeit, in der Warhammer noch nicht so düster und ernst war wie heute. Eine Zeit, in der Games Workshop noch keine Multimillionenfirma war, die von seelenlosen Geschäftsmännern geführt wurde, sondern einfach eine Zeit, in der es ein Universum war, das von nerdigen Dullis in Nottingham zusammengebastelt wurde, die keine Ahnung hatten, was sie da eigentlich so machen. Meine Lieben, danke für eure Aufmerksamkeit und hebt euren Humpen auf Harry the Hammer. Prost!